Die US-Regierung hat weitere Handelsbeschränkungen mit Kuba aufgehoben. Amerikanische Urlauber dürfen künftig unbegrenzt Rum und Zigarren als Souvenirs ausführen, wenn die Waren für den eigenen Gebrauch bestimmt sind. Seit 2015 galt eine Obergrenze von 100 US-Dollar für Tabakprodukte und Spirituosen aus kubanischer Herstellung. Die amerikanische Touristin Erica Hunter sagte in Havanna: Amerikaner mögen die Abwechslung beim Konsum von Rum und Rauchwaren, deshalb ist das nicht schlecht. US-Präsident Barack Obama will mit dem Wegfall von Handelsbeschränkungen die Öffnung zu Kuba unumkehrbar machen. Der Export dieser Waren auf den wachsenden US-Markt ist gut für unsere Wirtschaftsentwicklung. Beide Länder hatten Ende 2014 die Wende in ihrem Verhältnis eingeleitet. Seitdem gibt es im Tourismusbereich Reiseerleichterungen für US-Bürger. Zahlreiche amerikanische Unternehmen sind bereits in den Hotelsektor eingestiegen.